Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Hallo, ich habe was mitgebracht, ich habe was gebaut. Eine Kirche. Eine Kirche, nicht irgendeine Kirche. Eines der bekanntesten gotischen Sakralbauwerke der Welt. Notre Dame de Paris, also unsere Dame von Paris. Mutter Maria, der heiligen Mutter Maria, Jesus, Jesu Mutter quasi gewidmet. Du hast schon wieder Hausaufgaben gemacht, leider, oder? Ich habe eben noch mal kurz auf die Rückseite des Kartons gespielt. Leider gab es hier ja diesen verheerenden Brand im Dachgestühl. So sieht die Kirche aus, wenn sie intakt ist. Und so wird sie hoffentlich auch bald. Weißt du, wo das war? War das an den Türmen? Das hier ist eingestürzt. Ah. Das Dach, die Türme waren okay. Ja, ja. Der ganze Dachbereich hat gebrannt. Das war furchtbar. Und das sah wohl auch zwischenzeitlich so aus, als könnten die Türme einstürzen. Ja, ich habe es ein bisschen verfolgt. Ist aber nicht passiert. Gott sei Dank. Und irgendwann sieht es wieder so aus. Genau. Was hast du denn gemacht? Ich habe es... Gebaut. Gebaut, ja. Ich finde vieles an dem Modell schön. Manches hätte ich anders gemacht. Und ich hätte mir für das Modell tatsächlich noch so 50 Teile gewünscht. Weil es gibt so Stellen, da schaut man dann in so offene Bereiche irgendwie rein. Es gibt halt hier keine Türen. Ne? So hier, man kann hier mit dem Finger so rein. Da hätte man noch irgendwas hinbauen können. Okay. Muss das nicht so sein? Ja, ich meine, irgendwie Kirchenportale hat das ja schon. Hier diese komischen Dinger hier am Rand, die sind natürlich auch wieder in keinerlei Maßstab. Ich habe sie dran gemacht, weil das Set es so möchte, um es euch zu zeigen. Aber ich würde diese Teile weglassen, die gefallen mir nicht. Findest du? Diese Ketten, die sind als Teile schön, aber ja, ich brauche sie jetzt hier nicht. Das soll nicht. Ja auch signalisieren, lass mal die Finger von meinem Modell. Hier ja. Ist hier hin und nicht weiter. Ja, schon. Siehst du. Die haben natürlich, wie bei Wangi-Gebäuden üblich, Prints. Ne? Wie üblich, das Teil kam so aus der Packung raus. Ja. Und das ist wieder ab Werk quasi. Also die Blade und Blade unten. Die Blade und das drauf, genau. Das wurde ab Werk dann halt so bedruckt. Mhm. Auch diese Teile sind bedruckt. Hier oben. Die gibt es jeweils zweimal, ne? Vorne und hinten. Die gibt es jeweils zweimal, genau. Was ist denn das? Was stellt denn das dar? Ich kann es nicht erkennen, ich weiß nichts mit anzufangen. Was ist das? Ich weiß es, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Aber gucken wir doch mal. Das hier ist wohl so ein Seitenteil hier, ne? Also. Das hier? Diese bedruckten Seiten. Ja. Genau, hier. Wunderschön. Und mehr Aufnahme gibt es auch auf der Rückseite. Nee, also wissen wir das jetzt erstmal nicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es auch so was Großes, Rundes. Aber ihr wisst das doch, oder? Was ist das? Falls ihr das wisst, ja, schreibt es uns. Oder ich muss mir einfach mal entsprechende Fotos im Netz anschauen. Man muss ja auch nicht alles wissen. Ist auf jeden Fall hier mit diesen ganzen Bögen hier, mit diesen Bögen, die helfen, das Dach zu tragen. Diesen Außenbögen sieht sehr schön aus. Gibt es einen Fachbegriff für? Ich kenne ihn leider nicht. Pass mal acht, jetzt hau ich einen raus. Hau einen raus. Hier sind Unmengen von Bricks in 10. Ja. 10. 10, richtig. Ich hab's gewusst. Genau. 10. Und in Dark Gray. Bluish Gray. Bluish Gray. Bluish Gray. Es gab bis 2002, 2004 dieses Dark Gray. Das war ein anderer Farbton. Lego hat ja leider diverse Farbtöne überarbeitet. Das Braun, was jetzt das neue Farbton ist, Reddish Brown. Mhm. Das Grau. Das heißt jetzt Dark Gray, Dark Bluish Gray. Und hellgrau. Also das dunkle Grau, was wir heutzutage hier in den Sets haben, ist eigentlich nicht dieses dunkle Grau wie Dark Grey, sondern es ist immer es ist das, Dark Reddish Grey. Es ist das neuere, Dark Bluish Grey. Das neue dunkle Grau. Hör mir auf. Ja, und wenn ich dir jetzt erzähle, dass Lego selbst so Begriffe wie Dark Bluish Grey gar nicht verwendet, dass die Farbtöne bei Lego wieder anders heißen. Ach so. Da bist du verrückt. Ja, aber warum sagen wir, wer sagt denn, dass es Dark... Medium Stone Grey ist, glaube ich, das neue Hellgrau. Warum heißt das denn Dark Bluish Grey? Weil der Farbton gegenüber dem alten dunklen Grau kälter ist, ins Bläuliche geht. Ha. Bluish ist bläulich. Ja, okay, verstehe. Dunkles, bläuliches Grau, helles, bläuliches Grau. Die alten Farbtöne waren etwas wärmer, waren ein bisschen mehr Gelb quasi reingemischt, hatten aber das Problem, dass sie, wenn sie älter wurden, auch verblichen sind.
wenn die Sonne drauf geschienen hat und so. Ja. Heißt dann Reddish-Braun, wie war das? Reddish-Braun, genau, ist das Neuere. Ins Rötliche rein, das Braun oder was? Richtig. Alter, das ist ein guter Tag, ich habe was gelernt. Mal eine Frage an euch. Ich meine, wir stellen euch ja immer Sets vor. Interessiert ihr euch auch mal für so ein Fun-Fact-Video, wo ich mal Teile verschiedener Farben zeige und euch mal halt sage, was da so, wie sie die Teile früher waren, wie sie heute sind? Oder ist das für euch graue Theorie? Ihr könnt natürlich auch schreiben und sagen, nee, lass das mal lieber den Michael machen. Ne? Genau. Ist ja kein Problem, oder? Richtig. Du hattest ja bestimmt auch mal einen Bricklink-Shop, du hast Ahnung. Alles, also mit Farben, top. Alles top, klar. Top. Gut. Ja, du hast hier viele Trends Blue. Ja, Trends Light Blue, genau. Die haben so einen leichten Stich ins Grüne. Ja, wollte ich gerade sagen. Die sind nicht so, wie ich sie kenne. Die sind vom Farbton her ein Tick anders. Ich glaube auch, das Tan ist vom Farbton her ein bisschen heller, gelblicher. Mhm. Ja. Also ich glaube, diese Farbtöne hier stimmen nicht zu 100% mit anderen Farben überein. Wir haben hier aber sehr viele Zierelemente und die lassen sich wiederum bei eigenen Bauten gut in, sagen wir mal, graue Sachen mit reinsetzen als Akzente. Diese Dinge hier oben, ja, diese runden. Habe ich hier, zeige ich dir gleich. Okay. Ich will dir nur, bevor ich es vergesse, noch eine andere Sache zeigen, die mich ein bisschen gefuchst hat. Das ist ja hier ein schönes Teil. Ja. Schön bedruckt. Und das hat hier, das hat hier in der Mitte so ein Kreuz. Ja. Und ich wollte das irgendwie perfekt ausrichten, sodass das Kreuz irgendwie so senkrecht Marco, ist. Ja, das Leben nicht so schwer. Aber das stimmt mit dem Print hier drumherum nicht. Und das stimmt auch mit der Ausrichtung der Noppen hier nicht. Also. Ja, ich weiß. Also du bist ja. Es ist letztendlich egal, wie man es dreht. Dann drehen wir es so, dass die Noppen quasi passen. Ich weiß, dir ist das alles wurscht, mir halt nicht. Nicht wurscht. Aber mir wäre das gar nicht aufgefallen und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, so bei diesem, an dem Teil. Tja. Oh, okay. Also du hast richtig lang Spaß an so einem Set mit Bauen und allem, oder? Ja. Spaß ist bei dem Set halt schon je nach Bauschritt unterschiedlich hoch. Ja, schauen wir uns mal die Anleitung an. Ist swangy. Das Ganze fängt an mit diesen sehr, sehr, sehr stabilen Bodenplatten, die mit sehr vielen dunkelgrauen Technikpins, genau, heb's mal hoch, die mit sehr vielen dunkelgrauen Technikpins miteinander verbunden werden und eine sehr stabile Basis. Also das ist schon bilden. Also das ist mal das hält Grund. Gar keine blauen Pins drin. Nee, keine blauen Pins, dunkelgraue Pins. Cool. Also Dark Blue Gray. Ich wollte gerade sagen, dunkelgrau gibt's noch nicht mehr. Hast du nicht aufgepasst? Richtig. Und dann geht's halt hier immer eine Reihe nach oben, ne? So bunter. Mhm. Man hat halt auch schon mal viele Teile pro Bauschritt. Das ist halt Wangi. Und vorne beim Turm, da kommen dann so Bauschritte wie der hier. Das eine Teil 64 Mal, das Teil 16 Mal. Und dann setzt man diese Einser hier so versetzt immer rein, so versetzt, dass die so Kante an Kante sind. Mhm. Und wenn ich mir diesen Turm jetzt angucke, je nach Perspektive kann ich da schon so durch diese schmalen Lücken durchgucken. Da hätte ich mir innen einfach noch eine Reihe gewünscht, dass das innen einfach vielleicht mit 10 weiteren Elementen zu ist. Aber Marco, muss das zu sein oder ist das vielleicht nicht, ist das nicht Absicht so, dass da noch so ein, ist in der Realität, ist das zu? Ist das ich als? Glaube schon, dass der Turm irgendwie geschlossen ist und dass da der Wind nicht ganz so durchpfeifen soll. Weil das sind ja eigentlich, für mich sind das nur Pfeile außen und die Pfeile könnten theoretisch ja auch alleine da stehen. Okay, keine Ahnung. Wir haben hier einen tollen Wangi-Teile-Trenner mit umklappbarem Technik-Dings. Und das ist dieses tolle neue Teil. Wir haben hier entweder so ein hohes abgefahren, was ist das denn? Das ist halt innen hohl. Und wir haben das hier sehr oft an der Außenseite mit diesen Fensteröffnungen quasi. Ja, also hier beim Turm auch. Mhm. Und wenn du es umdrehst, hast du diese schöne, senkrecht gemusterte Säule. Und also die hast du hier auch bei den Türmen beispielsweise. Also das Teil finde ich mal sehr interessant. Das Teil ist cool. Und wie gesagt, alleine dem einen Bauschritt hast du es 64 Mal, weil der gesamte Innenbereich hier, das besteht nur aus diesem Element. Also du hast hier oben, hast du das Element verbaut und hast so rumgestellt, dass du Fensterchen hast. Ja. Und außen hast du sie anders rumgestellt, als mit Säulen. Den Rillen als Säulen. Und in den Ecken hast du ganz normale zwei hohe 1x1 Bricks.
Das Ding ist doch, das ist doch also für... Das ist ein sehr, sehr vielseitiges Element. Also find für alle Mockbauer cool. Ist das doch ein geniales Teil, oder? Ja, das Teil ist super. Und du hast es in dem Set, also... Teilliste haben wir bei Wangi. Ja, ja, wir haben eine Teilliste. 144 Stück. 144 Stück davon, 116 davon. Ja, aber die sind da geht was. Das ist spannend. Ja. Diese Teile hier, die man 18 Mal hat, finde ich auch schön. Die sind vorne. Das hier. Ah, okay. Mhm. Ich glaube, die kann man sogar... Ja. Schönes Element. Sehr vielseitig einsetzbar. Ja. Ja. Also eine Kirche, eine Kathedrale mit vielen tollen Teilen. Mir hat der Bau Spaß gemacht. Sieht man jetzt vielleicht mal von so einem Schritt ab wie, okay, bau jetzt mal 64 Mal dieses Teil immer schön aufeinander, immer schön ausrichten. Und ausrichten, sodass die halt nicht sich gegenseitig verdrehen. Also dass jetzt man halt, dass man halt nicht so hier, das hast muss du man eine Pagode da halt gebaut? Nein. Aha. Ich habe nicht die Pagode gebaut. Okay, ich darf nichts sagen. Er hat die Pagode. Oh, das wird ja noch jahrelang erzählen. Ich habe die Pagode gebaut. Erzähl mal nicht. Ich muss hier 64 gebaut. Mal das setzen. Ja. Und du hast deine Frau um Hilfe gebeten bei der Pagode. Ja, Sister? Ich nicht. Ich habe deine Frau nicht um Hilfe gebeten. Hätte ich vielleicht machen sollen. Jetzt, ne? Dunkelgraue Pins, ne? Wunderbar. Ja. Und das sind auch die, es sind die mit Friction, also die, die sich nicht leicht drehen lassen, okay, sondern es soll eine stabile Verbindung sein. Also die, die fest zupacken. Ne? Okay. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Ja, bitte. Die Set Nummer 5210, 1380 Teile, Preis knapp 40 Euro. Ist ein cooler Teilepreis. 36,5 cm lang, 17,5 cm breit und 27 cm hoch an dieser Spitze. Für mich war es entspanntes Bauen. Es geht hauptsächlich von unten nach oben. Es ist kaum Snot dabei. Es ist nichts Anspruchsvolles. Man braucht halt nur Geduld. Mhm. Gerade wenn es mal wieder heißt, und jetzt nimmst du dieses Teil 64 Mal und setzt es. Ja. Die Bauschritte sind halt, hier steht 6+, ne? Die Bauschritte sind halt wie bei Wangi typisch, mal klein und mal riesengroß. Ja. Aber es ist alles stabil. Das Dach ist aber super, du hast stabil. Ja, die Dachteile sind auch schöne Elemente. Du übrigens hast ja richtig Erfahrung, weil du hast ja von dieser Architekte, wie heißt das hier, Sehenswürdigkeiten-Geschichte, genau, schon einiges gebaut. Ne? Das Empire State Building habe ich gebaut. Und wir beide haben schon Wangi-Gebäude gebaut. Ich das Kaffeehaus, du den Eckladen. Hey, den hast ja nicht du gebaut. Den oder? Eckladen, nein, den Eckladen den hat meine Eckladen Mutter gebaut. Aber du hast das Barbecue-Restaurant gebaut. Genau. Und da haben wir was übersehen. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Dieses Barbecue, dieses grüne Barbecue-Restaurant hat auch vorne links diesen rot-weißen Bereich. Wegen der Straßenbahn oder was? Dass das eine Straßenbahn ist, die da so in das Gebäude integriert ist, ist mir nicht aufgefallen. Also wie ich das gelesen habe, war das eindeutig für mich, ja, klar, Straßenbahn. Ich meine, ich kann zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das Gebäude meistens von hinten gesehen, während das hier stand. Aber ja, mir ist es trotzdem nicht, ja, aufgefallen. Ja, du kannst wieder alles auf mich abwälzen, ist okay. Ich hab ein dickes Fell. Ich sag nur Tür. Ah, toll. So, das war's für heute. Ne? Du hast da noch was stehen. Noch zwei Sets. Aber du bist so zickig, deswegen. Oh. Also, aus der Serie haben wir auch noch den Louvre, den haben wir noch nicht gebaut. Ja. Und der Louvre, der ist halt Luftlinie nicht wirklich weit von der Kathedrale Notre Dame entfernt. Würde sich also, ich sag mal, im Regal nebenan sehr gut machen. Ja, da muss nur das Flüsschen dazwischen. Ja, da muss nur ein Flüsschen dazwischen. Da müsste jetzt ein bisschen mehr Fluss dazwischen. Das steht nicht in Frankreich, ne? Das steht das Lincoln Memorial in Washington. In Washington. Auch diese schönen Säulenelemente diesmal in weiß. Meinst du, sind dieselben? Sehen so aus. Könnte man meinen, ne? Sehen so aus. Genau. Schöne Säulenelemente. 979 Teile. In weiß. Ja. Also diese Architecture-Serie ist groß. Ich wollte die Notre Dame ja schon länger aufbauen. Ich gebe es zu, sie war zwischenzeitlich aber vergriffen. Ihr findet das Set nämlich auch toll. Jetzt ist es wieder da und ich habe die Gelegenheit genutzt, um es euch mal zu zeigen. Ein schönes Set mit sehr vielen schönen Teilen. Ich hatte Spaß beim Bauen. Ich weiß, du hast auch lange genug gewartet, dass du es endlich bauen darfst. Ja. Hast du jetzt. Genau. Okay. Dann war's das für heute aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, man kann nie genug Noppensteine haben. Genau. Beim nächsten Mal gibt's mehr.
Richtig. Viel Spaß beim Bauen. Ich darf dir gar nichts mehr sagen. Tschüss. Tschüss.